Theater Altes Hallenbad, was ist das, was macht ihr, wofür steht ihr? Ich glaube, das muss ich hier in Friedberg nicht vielen erzählen. Gerade in der letzten Zeit hat das Theater Altes Hallenbad doch einiges in der Presse, sogar im Rundfunk, an Berichten gehabt. Denn am 7.9., ist noch gar nicht so lange her, haben wir nach längerer Renovierungszeit unser Gebäude wieder eröffnen können mit einer Festwoche. Denn Altes Hallenbad, dafür steht hier der Schwimmer. Ne? Eine Karikatur von Bernhard Siller, der in der Görbelheimer Mühle wohnt. Das hing eine Zeit lang bei uns auch im Haus, hat dann während der Bauphase auf dem Dachboden übernachtet. Und wir schauen mal, wo wir den jungen Mann wieder hinhängen. Also 1909 war ein Stichwort. Ja, da ist das Jugendstilgebäude eröffnet worden als Badeanstalt und als mit Schwimmbad. Badeanstalt, Duschen und Baden für Menschen, die kein Badezimmer hatten. Das kennen viele gar nicht mehr, weil das heute selbstverständlich ist. Aber 1909 war das noch was anderes. Aber ich mache es jetzt kurz. Seit 1980 war dieses Gebäude geschlossen und es ist leider auch verkommen. Fast 30 Jahre lang hat sich keiner drum gekümmert. Es stand unter Denkmalschutz, aber das Dach war undicht, der Keller war undicht und was noch sonst noch dabei war. Und unser Verein, die Gesellschaft Freunde Theater Altes Hallenbad Friedberg Wetterau e.V., ich sage immer, das ist ein Name, der passt auf keinen Briefkasten, der hat das Gebäude übernommen, mittlerweile vor 13 Jahren. Und wir haben es renoviert, saniert und mittlerweile mit Erfolg umgewidmet in ein Kulturzentrum. Deswegen heißt es Theater Altes Hallenbad. Unser Kulturtaucher ist unser Symbol für ein vielfältiges Kulturprogramm, was wir anbieten. Sowohl Wort als auch Musik, Klassik, Oper, Theater. Das Heldentheater, auch hier vertreten auf dem Elvis Presley Platz, ist bei uns zu Gast. Und wir haben sehr viele Gäste da, die bei uns Comedy, Kabarett und Sonstiges veranstalten. Und ich bin heute schon gefragt worden, ob wir auch vermieten an Friedberger Vereine. Ja, das werden wir machen, wenn noch die restlichen Bauarbeiten zum Jahresende beendet sind. Dann werden wir mehrere Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Nicht nur den großen Saal, in dem im Moment seit 7.9. wieder Veranstaltungen stattfinden. Wir hatten jetzt die Festwoche, 15 Veranstaltungen en bloc, jeden Tag. Das hat uns sehr viel Nerven und weiße Haare gekostet. Aber es war erfolgreich. Wir hatten rund 2000 Besucherinnen und Besucher bei uns und es geht jetzt weiter mit unserem Programm bis Dezember an unserem Stand von hier aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts, Nummer 2, gibt es Informationen und wir freuen uns, wenn möglichst viele Besucherinnen und Besucher uns aufsuchen werden. Vielen Dank, Rainer Super, Götze. Ganz lieben Dank. Erster Vorsitzender vom Alten Hallenbad. Und ich finde es ja besonders schön, dass jetzt nach dem Umbau das Gebäude auch barrierefrei zugänglich ist. Gerade auch, sag ich mal, für ältere Menschen wie mich. Ja, ich muss ja auch mal ein Jahr weiter oder zwei Jahre weiterdenken. Ja? Aber auch natürlich für Menschen, die auf Gehhilfen etc. angewiesen sind. So ist es. Das war ein zentraler Punkt unserer Baumaßnahmen in den letzten 2 Jahren, die Barrierefreiheit herzustellen durch Rampen und durch einen Aufzug, den wir jetzt in dem Gebäude haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Jugendstilgebäude von 1909 hat jetzt einen Aufzug. 1909 hat an sowas noch keiner gedacht. Das war eine große Herausforderung, aber wir sind stolz und froh darüber, dass wir barrierefrei sind. Und wir haben diesen Fahrstuhl auch eingeweiht mit einem bekannten Comedian, Tan Chala, den viele aus In aller Freundschaft als rollstuhlfahrenden Arzt kennen. Der hat unseren Fahrstuhl eingeweiht und war dann der Moderator auf unserer Eröffnungsveranstaltung. Das war eine schöne Sache, wir sind da ganz stolz drauf. Ihr werdet alle zu uns kommen, ihr werdet das neue Gebäude sehen und ihr könnt auch gerne den Aufzug benutzen. Super. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank.